Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier zu Ark Wolf Survival, back in action und wieder mit der Meteorologie, ja. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Ja. Ja, ja. Back in action auf dem Benz Server und wir haben ja im letzten Part euch gezeigt, was hier so abgeht, wie es so ein bisschen hier aussieht und heute wollen wir ein bisschen mit den Adlers fliegen. Ja. Oh, ja. Also mal aufsitzen, ne? Aufsitzen, aufsitzen. Ich bin ehrlich gesagt noch nie wirklich mit dem Adler richtig geflogen. Ja. Das geht schon mal nicht, okay? Ich auch nicht, aber wir werden es tun. Okay, so kommen wir runter. Gut. Ey, bleib stehen. Der Adler läuft einfach ohne mich. So. Okay. Bisschen fliegen. Ist schon cool. Also wenn du Schnelltaste drückst, dann fliegt er auch schneller, wobei das Art viel schneller auch nicht ist. Ja, ein bisschen. Vor allem ein Art hat echt viel Ausdauer und das ist halt das Tolle dran. Und wir fliegen direkt in die Sonne rein, das blendet total gerade. Aber es ist halt geil, es sieht halt geil aus. Wir können einmal Rechtsklick machen und einmal Linksklick machen. Rechtsklick ist aufheben und probiere ich jetzt mal gerade irgendwie an einem... Haben wir da irgendwo ein Dodo oder so? Dodo. Nee, leider nicht. Aber so könnte man die ganze Insel erforschen. Einfach, ja. Einfach rumfliegen. Mal gucken, ob ich den hier... Sturzflug. Nee, das funktioniert nicht ganz. Es klappt, glaube ich, nur bei Leuten kannst du greifen. Dinos, glaube ich, nicht. Ein Dodo wäre halt ganz geil, weil alle anderen Dinos sind halt doch ein bisschen zu groß. Ja, wir fliegen jetzt hier mal eine schöne Runde und schauen, was es hier so gibt. Aber denk dran, dass wir halt auch die Ausdauer verlieren. Also wir müssen ab und zu doch mal absetzen. Ja, sonst stürzen wir ab. Und das ist dann nicht so schön. Sebastian, wie viel Ausdauer hast du noch? Ich hab doch fast voll. Da ist ein Spino. Komm, wir greifen ihn an. Und der ist grün, der Spino. Jetzt trotzdem mal ganz kurz ab, sicher ist sicher. Ich habe ein bisschen Angst, dass mir einfach so aus dem Nichts raus plötzlich dann so den mal kurz auf mich dingsen. Dass der mir folgt und so. Der hat sich schon wieder aufgeladen. Ach, das ist ja. Aber ich glaube, ich brauche dann bloß kurz über den Boden fliegen und dann lädt er sich, glaube ich, automatisch wieder auf. Mensch. Probieren. Ja, nein. Doch, nein. Du musst ganz nah an der Boden, also wirklich auf dem Boden fast schon schleifen. Nee, da muss ich absteigen. Ah, okay. Das will ich jetzt nicht hier beim Spino machen eigentlich. Hast du das Spino greift uns an, wenn wir drüber fliegen? Wenn wir ganz nah vielleicht fliegen, ja, aber sonst interessiert das den ja nicht. Hast du ja gemerkt. Ja. So aggressiv sind Spinos ja nicht. Kurz mal absetzen. Hey, bleib stehen. Ey, ich muss ihn auch mal auf mich ziehen. So, wieder auf. Falls doch mal was passieren sollte. Ja, so. Ich steig mal auch ganz kurz nochmal ab. Mach das, dass wir immer gleich hier aufladen und so. Ja, deiner ist hochlevelig, deiner hat mehr Ausdauer. So, wir gehen einmal in die Lüfte hoch. Ja! Bei diesem wunderschönen Regen. Mit meinem wunderschönen Popo im Bild. Oh, wenn du ranzoomst, hast du First Person. Ja, voll geil. Du ins Kanu. Wer hier natürlich die Ecke kennt, das ist das, was wir auf meinem Server bauen. Das ist die Ecke hier. Kommt mir doch bekannt vor. Sieht schon schön aus von hier oben. Ist schon geil. Ja. Ganz anderes Erlebnis, einfach mal einfach rumzufliegen. Zu schauen, was hier so gibt. Wir könnten ja mal auf die Karte gucken, weiß nicht, ob das geht sogar. Wohin fliegen, wo wir vielleicht noch gar nicht gewesen sind. Oh, das ist aber schon ein Stück. Aber ich war eben ganz süden, ganz unten rechts nicht. Mach mal doch mal. Oh, sind wir eh schon unterwegs. Fast. Und das Wir fliegen ein bisschen über die Karte. Über den Wolken.
Nicht ganz. Okay, komm. Und Spaß muss sein, okay? Könnt ihr mal hochfliegen bis über die Wolken. Ah. Insel mal, voll wie ruhig. Wie weit ich fliegen kann, ich guck mal schnell. Also wie hoch. Hast du schon mal getestet, oder? Ja, aber das war nirgendwo eine Aufnahme mit dabei. Oh, ist die Gegend schön. Wow. Siehst du mich? Ja. Wow. Ich weiß nicht, ob du kurz vielleicht zu mir rüber gucken möchtest auf dem Monitor oder auch hochkommen möchtest. Ich komme. Ich komme. Ist halt schon krass, dass du so viel machen kannst hier. Dass du echt so hoch fliegen kannst. Wow, viel sieht man, erkennt man aber nicht mehr. Na, guck mal, wie ich da stehe. Ja, so Kopfflug, so Kopfüber. Aber schaut schon geil aus. Also ich muss schon echt sagen, top. Was für eine Vulkaninseln hier sind. Also das ist schon eine geile Sache. Ja. Und so könnten wir rein theoretisch einen Plesio finden. Das könnten wir vielleicht jetzt mal machen. Mal über die Meere fliegen, so zumindest ein bisschen. Willst du eigentlich wieder aufladen? Na, ich mache jetzt mal, wenn du über die Meere fliegen willst. Oder eigentlich hat es aufgehört zu regnen. Vor allem jetzt mit der Sonne sieht das alles noch viel schöner aus. Boah, mach mal einen Sturzflug. Yay, boah, das ist geil. Hey, das ist eine Hütte. Lol. Oh. Hier baut jemand. Und zwar fast schon die fertige Hütte, ja. Ja. Ach, das ist, glaube ich, der Außenposten. Für eine Höhle. Haben wir hier mal ganz kurz? Ja, es müssen ja Außenposten sein. Abutus und Zerkus Kurze. Soll ich langsam landen und nicht... Hey! Ah, so eine Butze. Hört sich das ganz anders an. Was? Wenn du jetzt hier bei meinem Adler bist, dann hast du voll das Rauschen. Ja. Lass uns weiterfliegen. Lass uns über die Meere fliegen und schauen, was hier so sich versteckt. Ach! Was? Huhu. Was ist Huhu? Sebasti ist hier. Ah. Und, nee, warte mal. Doch. Zerko und Abudu. Hola. Hola, hola die Waldfee. Gehen wir mal weiter. Jo. Gucken wir mal. Ein Stückchen müssten wir, ich weiß gar nicht, ob sieht einfach so geil aus. Ein Stückchen höher müssen. Nö, wieso? Damit wir so Schatten sehen im Wasser. Ich finde aber so die Aussicht viel geiler. So jetzt sieht es richtig cool aus mit dem Himmel. Schaut schon geil aus. Okay, dann gehe ich halt mal hoch. Ja, ich habe den Schatten nicht so wie du, weil du viel weniger Texturen hast. Ja klar. Was ehrlich sagen, hier müssten wir doch eigentlich schon längst das sehen, oder was haben wir hier? Je nachdem, wo sie sich verstecken, ja? Wir können schon ein Stückchen weit rausschwimmen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie einfach irgendwo mitten im Nirgendwo. Da ist ein Ichthyo. Da ist ein Megalodon. Ach da. Mal kurz wieder hoch, sonst ist es ein bisschen... Oh, ich stürz ab. Warum? Keine Ahnung. Wow. Wenig Ausdauer jetzt auf einmal? Nein, also einfach runter, abgesenkt. So richtig so, als hätte er keine Kraft mehr gehabt, aber er hat doch voll. Mach mir keine Angst. Warte mal, hier ist so ein schönes Riff. Glaubst du, hier unten wäre vielleicht irgendwo eine Höhle? Unterwasserhöhle? Das erkennst du mit dem Adler nicht. Da müsstest du eigentlich mit... Oh, das ist ein Krokodil. Gefährlich ist es auch, wenn man hochfliegt, dann nach unten guckt, weil er automatisch noch nach unten fliegt ein Stückchen. Ja. Jetzt sind wir ja wieder bei uns hinten, ne?
Ich glaube, den müssen wir mit unseren Unterwasserviechern suchen. Ja, wobei ich da echt Angst habe, dass wir von den Viechern, Unterwasserviechern dann getötet werden. Ja, einer der Plesios ist einer der letzten, der uns noch in der Sammlung fehlt. Und natürlich die Dinos, die noch in den Höhlen sind, da müssen wir auch noch hin. Weil ich sagen muss, es soll ja anscheinend der Mosasaurier sowie der Liopleurodon auch noch kommen. Da muss ich sagen, da habe ich ein bisschen Angst davor. Weil es ist jetzt schon ziemlich gefährlich, überhaupt sich ins Wasser zu wagen und ins tiefe Wasser sowieso nicht. Der Megalodon reicht schon fast. Ja, und der Liopleurodon ist doch recht groß, also wirklich ein Monstrum eigentlich. Ich bin eigentlich echt enttäuscht, dass wir nichts gefunden haben bis jetzt, außer den Megalodon. Mhm. Mal kurz an der Strand, mal kurz absetzen für dich, ich weiß nicht. Ich bin voll. Ah, okay. Fast voll. Hast oh, Megalodon. Ah, hier ist ein Mega, okay. Ah ja, zumindest irgendwas. Ja, aber die Plesios sind, wie es aussieht, weiter draußen. Weiter raus ins Meer? Naja. Wenn die wirklich nur in den Höhlen in der Nähe sind, dann ist es schon noch ein Stück. Der Megalodon, das ist schon ein stattliches Tier, wenn es da so an den Riff entlang schwimmt. Schaut schon geil aus. Ja. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass wir echt nichts weiter großartig finden. Ja, leider nicht. Boah, hier geht's voll die Schlucht runter. Ins Meer. Guck dir das mal an. Ich weiß gar nicht, wo du steckst. Hier. Warte, ich komm mal ganz kurz. Ich setz meinen auch mal kurz ab. Ich bin da wieder drauf. Hallo? Ja. So ist das halt. Sind ein paar Dodos. Mal probieren, ob ich die jetzt lupfen kann. Mit. Ja. Dodo. Schmeiß ihn jetzt als Futter ins Meer. Gucken, vielleicht kommt der irgendein Viech. Das ist ja geil. Ich bin total fasziniert jetzt. Und ah, armes Dodo. Da kommt doch jetzt voll das Riesenmonster-Ding. Voll wie schnell es schwimmt. Ja, der stirbt aber trotzdem. Egal. Oh, hallo. Hallo? Hallo Megalodon. Schon fett. Sieh. Oh, Megalodon, okay. Oh. Kannst du mich doch nicht einfach auf mich kacken. Hä? Wenn du das gewesen bist. Nö. Ah, guck mal, wie die Haie plötzlich rausziehen aus dem Wasser. Ja. Vielleicht sollte ich das öfters machen. Probier das jetzt nochmal. Schutzflug! Kriege ich einen Fallschaden, wenn ich auf dem Boden ditch? Sehe ich nicht, probier es aus. Also ich habe einen Dodo. Du sagst mir eine Stelle und ich lasse den Dodo fallen. Stell doch einfach. Hier sind die Megalodons. Vielleicht ein bisschen weiter rüber, sodass die Haie mehr Möglichkeit haben. Mach doch einfach. Da schwimmen drei Haie. Und bleib wahrscheinlich direkt auf den Dodo zu. Nee, die sind gerade mit der Schildkröte beschäftigt. Wo ist der Dodo? Unter meinen Flügeln. Ah, okay. Das Geile ist halt, der Vogel bleibt halt wirklich konstant in der Luft stehen und sinkt nicht ab oder sonstiges. Ich finde es total geil. Ist der tot? Scheint so. Ja. Ich glaube, den habe ich von zu hoch geschmissen. Das Problem ist hier, weil wir nichts finden. Ich glaube, wir fliegen jetzt langsam wieder zurück. Ja. Yep. Auch dafür. Die Haie, das schaut schon auch krass aus, ne? Wenn die da so zu dritt die Schildkröte knabbern. Knabber, knabber, knabber. Außer wenn wir hier von oben nichts sehen. Dafür ist es einfach zu tief nachher. Ja. Weil ich sehe hier keinen Schatten mehr, weil es einfach zu tief ist. Ein Fisch sehe ich mal hier. Ja, ab und zu.
Dann hätte ich gesagt, dann fliegen wir wieder zurück. Beenden wir die Folge dann demnächst. Irgendwas wird dann outside sein. Und dann würde ich einfach sagen, in der nächsten Folge packen wir unsere Wasserviecher. Und gehen auf Tauchgang. Wieder ein Megalodon. Wo bist du? Zurückgeflogen. Wir müssten doch rein, theoretisch müssten wir doch hier zurück sein. Nein, wir fliegen genau entgegengesetzt. Okay, gut gerissen. Ich muss trotzdem kurz absetzen, weil sonst wird es ein bisschen knapp. Ja, ja. So ist das hier. Alles schön ruhig. Ah, da geht's tief runter. Tief, tief, abwärts. Ja. Bin wieder voll. Ich hoffe, du wartest irgendwo. Ich fliege langsam immer voran. Okay. Fische, 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 Krokodil. Koko gegen Schildkröte. Ich muss schon sagen, irgendwie ist der, also es scheint so, als ob der so langsam fliegen würde eigentlich. Na, es geht. Fliegst du hoch? Nö. Da unter mir jetzt die Flug, der Spino dann ist. Das Spino? Hä? Ja, da ist ein Spino und da strawanzelt hier rum. Also ich bin jetzt gerade an dem Krokodil mit der Schildkröte vorbei. Bist du da irgendwo reingesprungen? Nee, ich denke mal, du bist gerade weiter am Strand entlang, ne? Hinter dir. Ach, du bist da. Wer da? Ah, okay. Ich habe mir ein bisschen umgeguckt, ob hier was gibt. Da unten schwimmt bloß ein Hai, oder? Was ist das denn? Ja. Da taucht gerade was auf. Das ist Bildkröte, glaube ich. Ja, ist schon ein bisschen schade eigentlich, dass man so nicht wirklich was sieht. Da kann man nichts machen. Da müssen wir die richtigen Dinos nehmen. Dodo oder so? Dann schmeiß ich den Jungs gerade mal ein Dodo vor die Füße. Stimmt auch lustig. Sturzflug! Wenn man dann einen Dodo sucht, Sturzflug! Oh, mega leck. Das ist nicht gut. Gerade Sturzflug gemacht. Hier gibt's keine Dodos. Braucht man nicht. Schmeiß den Raptor weg. Gut, wenn wir mal sagen, wir beenden jetzt hier die Folge und werden im nächsten Part uns dann wiedersehen. Wir werden jetzt gemütlich zurückfliegen und dann endlich bald Richtung Unterwasser geht. Gut, dann würde ich sagen, lasst einen Daumen, Kommentar und bis zum nächsten Mal. Ciao.